Ja, so haben wir da. Wir sind da bei der Drei-Städte-Rallye, gell? Kurzer Make-up-Check. Hallo! Ja, servus, grüß euch. Wir sind da bei der Drei-Städte-Rallye. Alex darf die Woche R5 fahren, hat die Premiere. Und ich hoffe, der gilt gescheit um. Vielen Dank. Ja, da hat er es schon gesagt. Wir sind ja bei der Drei-Städte-Rallye. Und im besten deutschen Herbstwetter, was hier Europa, Mitteleuropa zu bieten hat. Ja, sieht man an der Jacke. Laub, ungefähr so sehen die Straßen aus. Ja. Laub, aber nicht so flauschig. Laub, Matsch, Regen, Nass, Wald, Katastrophe. Kommt drauf an, ob man es mag oder nicht. Für uns wird das Katastrophe. Ja, kommt drauf an, wie wir da jetzt von uns zurechtfinden. Genau, ja. Mit aber Schrieb finden wir uns zurecht. Genau, ja. Und neblig ist es halt. Das leckt nie am Zügelido. Also es ist sau neblig. Teilweise 20, 30 Meter weit kann man schauen. Wird interessant. Aber dafür haben wir ja jetzt ein super Auto. Wir haben jetzt so ein R5. 180 PS Diesel. Spaß. Hey, boy. Ein Hybrid natürlich. 280 PS, Allrad, ja, ist ein R5. Ich glaube, die waren aktuell 2016 oder sowas. Allrad, ne? Und jetzt starten wir 14, fahren wir relativ weit oben. Reifen bekommen wir noch. Reifen kriegen wir noch, also wir fahren nicht oft, ne? Ist klar. aber hast du schon reingeschaut? Nee, noch nicht. Zeig mal. Kommst du ran? So. Ah ja, die Kenner wissen unter euch, da passe ich nicht rein. So, ne? Also hier, da passe ich nicht rein, deswegen kann man das Lenkrad auch abnehmen, ne? Ach, echt, oder? Ja, sonst wäre es halt echt peinlich, ne? Ich muss das Dach abnehmen und mich reinheben, oder was? Dachfenster. Nee, kann man eigentlich abnehmen. Ja, was soll man auch noch sagen? Hier Ganganzeige, ne? Schalthebel. Ich sag, in Zelles Getriebe natürlich. Hydraulische Handbremse und sowas, ne? Ist jetzt ein bisschen mehr alte Renntechnik wie jetzt im Corsa, ja? Aber halt ultra geil. Also, wie ist der, das ist ja ein Allrad jetzt, ne? Das ist ein Allrad. Wie ist der Unterschied? Weil von Frontantrieb zu Allrad ist ja, würde ich mal sagen, eine andere Welt, oder? Wo wir testen waren, ist es mir definitiv leichter gefallen, mit Allrad zu fahren. Weil es einfach, es geht darum, du hast hinten jetzt mehr Gewicht und mehr Federweg. Bei den Frontantriebautos, vor allem bei den Relifiers, im Corsa, Fiesta, Lipapo, da sind die halt mega nervös auf der Hinterachse. Die kannst du auch nicht richtig einstellen, sind Starrachsen und haben dementsprechend wenig Federweg und da hinten kein Gewicht ist. Ja, und du fährst wieder so eine Welle oder bergab, dann bremst, dann geht das schon nach oben hinten. Ja. Das kann dann das Auto hinten wird dann leicht, wie man so schön sagt. Und dann, wenn du dann einlenkst, dann. Das hat man jetzt in so einem Auto nicht. Zwecks Hinterachsdifferenzial und Antriebswellen, hast du nicht gesehen, ja, keine Starrachse mehr. Damit geht das dann natürlich viel besser und viel stabiler. Und wie ist das als Beifahrer? Macht das mehr Spaß oder macht das andere mehr Spaß? Mehr Spaß ist relativ. Also der Spaß ist auch immer vom Fahrer abhängig. Mit dem Alex hat man relativ wenig Spaß. Ich bin auch streng gesaugt. Er ist sehr streng. Egal welches Auto, gell? Egal welches Auto, ja. Nee, Scherz. Das Geilste ist natürlich R5 fahren. Ja, also, aber auch ein Rallye 4 kann Spaß machen, ja. Auch ein E-Auto kann Spaß machen. Das sage ich auch immer jedem, muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz erwähnen. Aber so ein R5 ist natürlich geil und ich freue mich endlich wieder im R5 zu sitzen. Genau. Ja. Top. Ja. Nee, sonst, WMS ist wieder am Start. Ist auch ein Auto von WMS, ne? Ja, wer hat's erraten, ne? Was heute für ein Tag? Heute ist der Freitag und okay. Wir fahren jetzt dann um 15 Uhr, kommen hier raus. Geht's nach Tschechien. Ist eine Drei-Länder-Rallye. Ja, also wir fahren in Tschechien, Österreich, Deutschland. Und dann fahren wir nach Tschechien. Die Prüfungen da in Tschechien sind, da lernst du fliegen. Also allgemein hier lernst du fliegen. Also fast alles nur Vollgas. Dann morgen geht's dann Deutschland, Österreich. Genau. Ja. Ziel ist das Ziel. Ziel ist das Ziel und Erfahrung sammeln, genau. Ja. Dann sind wir mal gespannt. Du warst wahrscheinlich immer Servicefahrer. Cool. Ja. Wenn ihr dann hinten seid, da hinten ist mein altes Auto. Der Clio. Habe ich verkauft. Wollen wir mal anschauen? Könnt ihr anschauen, aber ich nicht. Du willst dir nichts machen? Nee, ich will nichts anschauen. Ja, er muss arbeiten hier. Du musst noch arbeiten. Ich habe noch was mit ihm zu tun. Ach so. Wir müssen noch onboard so checken. Ja, dann würde ich sagen, dann check das mal und wir sehen uns später, oder? Ey, voll synchron.
We ain't talking cat, we gon' run it back. Shawty's in the back, wanna run it back. We ain't turning back, we ain't done with that. She be showing cat, I'm a dog on that. We ain't talking cat, we gon' run it back. Run it back, run it back. Zum Essen. Summa summarum, wir haben zu wenig Spannung, Batteriespannung. Wir haben nur 10 Volt circa, brauchen aber glaube 14. Somit Zündaussetzer, Getriebe, Schaltprobleme. Somit war halt BP1, 2 und 3 eigentlich für die Katz. Konnten aber trotzdem ein bisschen fahren. Hat ein paar gute Passagen gehabt, wo ich der Christina zeigen konnte, aber auch mir, dass ich so ein Auto fahren kann. Genau, ja, aber natürlich nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Und naja, so ist es. Wir schrauben jetzt, reparieren es, machen jetzt einen Restart morgen. Wir mussten aufhören, weil das Auto dann in der Tankzone nicht mehr anging. Und dann hätten wir es rausschieben müssen. Und zu zweit geht das nicht. Und da du ja nicht ohne fremde Hilfe, ohne fremde Hilfe ins Ziel kommen musst, ja, und wir außerhalb des Services waren, hätten wir zu zweit anschieben müssen. Und das, die Christina kann jetzt halt anschieben, ich jetzt genauso wenig, und du brauchst ein bisschen Manpower dafür. Somit war die Sache dann für uns dann erstmal erledigt. Nun gut, ne? So, war aber geil, tschechische Prüfungen, ultra gut. Wir konnten ja Gott sei Dank ein bisschen was fahren davon. Und also der Vollast, hey, wir Spaß gemacht, ein paar Mal gesprungen. Genau, und da hinten kommt die Christina Ettel. Christina Ettel. Das ist die Christina Ettel. Servus. Ich geh was essen. Nachdem wir das Auto dann dreimal versucht haben anzuschieben, haben wir es dann irgendwann zum Starten gebracht nach der Tankzone. Laut Reglement natürlich keine fremde Hilfe. Außerdem ist es technisch eh nicht möglich, dass wir irgendwie noch über die Prüfungen kommen mit Lichtgalerie und allem. Und wir wären außer der Karenzzeit gewesen. Also somit sind wir jetzt hier und warten, dass die Jungs ihre Fleißarbeit machen. Am Morgen ist Restart. Morgen geht's weiter. Bis morgen. Mahlzeit. Bis morgen. Guten Morgen. Jo, keine guten Nachrichten. Manche von euch haben es bestimmt schon gesehen oder waren tatsächlich auch dabei. Ein ganz schlammigen Stück in den Wald rein. Haben wir die Kontrolle verloren über das Fahrzeug. Waren ein Ticken zu schnell und sind unglücklicherweise mit dem Hinterrad von der Strecke abgekommen ins nasse Gras. Da war ja alles nasse Matsch, ins nasse Gras. Und da hast du keine Chance mehr.
gerutscht, voll quer, und dann habe ich schon einen Baum kommen sehen, habe gedacht, wir treffen den jetzt auf der B-Säule. Ich habe dann Gott sei Dank noch den ersten Gang reingekriegt und bin dann voll aufs Gas, in der Hoffnung, dass wir uns da irgendwie rausziehen. Aber da war schon alles zu spät und haben dann, war dann hinten rechts mit der Felge gegen Baum. Ich habe es dann ausgehebelt und hinten rechts die Felge und Rad rausgerissen und Achsteil ist gebrochen. Sehr ärgerlich, weil wir haben wirklich nichts riskiert. Wir sind total safe gefahren und auch eben das Vertrauen ins Auto zu bekommen, Vertrauen in den Reifen und bei dem Wetter. Ne? Und dann sowas, das, obwohl ich versucht habe aufzupassen, ist halt sehr, sehr ärgerlich. Tut mir total leid und das immer machen. Ja. Wir waren jetzt eh schon die ganze Zeit geplagt mit Problemen. Also die R5-Premiere war eh schon eigentlich ins Wasser gefallen am Donnerstag mit dem Shakedown und am Freitag mit den Problemen, elektrischen Problemen. War eh alles nicht so toll. Wir waren mehr mit dem Kopf am Auto, um zu gucken, was los ist mit dem Auto, als dass ich gefahren bin. Dann warten eigentlich heute, warten wir dann, ne? Aber tja, sind nicht weit gekommen. Ja. Nun gut, so ist es nun mal beim Rallyfahren. Uns geht's gut. Auto ist absolut rettbar. Also da ist jetzt halt rechts ein paar Sachen kaputt und halt eingedrückt. Aber Rahmen ist gerade und Dom ist schon gut aus. Vor allem der Käfig ist auch noch intakt. Also so ist es nicht, dass da irgendwie jetzt das Auto nicht mehr fahren wird. Also, so gehe ich jetzt mal stark davon aus. Genau. So. Das war's eigentlich dazu. Gut, sonst gibt es nichts zu erzählen. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, auch wenn dass wir jetzt nicht so weit durchgekommen sind, wie wir uns eigentlich erhofft hatten. Johannes hat bestimmt ein paar gute Videos gemacht für euch. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann. Irgendwann? Keine Ahnung, wann. Noch kein Ausblick. Kein Ausblick. Da es jetzt ja so ins Wasser gefallen ist, wird es sich zeigen, was wir machen können, was sich rechtfertigen lässt. Und dann, ihr werdet es eh mitbekommen. Bis dahin. Ciao.